Bei den Antirassismus-Protesten in den USA geraten zunehmend die Symbole aus den Zeiten von Sklaverei und Rassentrennung ins Visier. Wie hier in Virginia attackieren Demonstranten vielerorts in den USA Standbilder von Vertretern der Südstaaten-Konföderation. Sie hatten im Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert vergeblich für den Fortbestand der Sklaverei gekämpft. Virginias demokratischer Gouverneur Ralph Northam kündigte kürzlich an, die Statue eines konföderierten Generals entfernen zu lassen. Wenn es Symbole der Spaltung gibt, wie es diese Statuen sind, dann müssen diese Statuen weichen, um die Spaltung zu heilen. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, fordert, dass Denkmäler von Führungsfiguren der Südstaaten aus dem Kapitol entfernt werden. Forderungen nach Südstaatengenerälen benannte Militärbasen umzubenennen, erteilt Präsident Donald Trump eine klare Absage. Die Stützpunkte seien Teil des, so wörtlich, großartigen amerikanischen Erbes, schreibt Trump auf Twitter. Auch Denkmäler von Christoph Kolumbus werden Opfer des Zorns von Antirassismus-Demonstranten. Sie sehen in Kolumbus' Ankunft in Amerika den Beginn der Kolonialisierung und Tötung zahlloser Ureinwohner.